Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja neulich schon versprochen, dass ich euch auch regelmäßig ein paar Schwangerschaftsupdates filme. Und jetzt fangen wir an mit dem ersten Update quasi rückwirkend. Und ich höre gerade, bei uns zu viele Baustellen rundherum und ich dachte, ich passe jetzt die Mittagspause ab. Aber die Mittagspause ist vorbei. Also sorry, falls du irgendeinen Lärm hörst im Hintergrund. Ich kann es leider nicht ändern. Man hört es leider ein bisschen. Aber ja, ich wollte jetzt einfach mal so rückwirkend quasi. Ich bin ja jetzt schon im vierten Monat. Erzähl mir, wie so meine ersten 3 Monate waren. Ich habe ja in meinem ersten Video, wo ich erzählt habe, dass ich schwanger bin, schon ein bisschen erzählt, wie es mir so ergangen ist. Aber ich dachte, es ist ja vielleicht ganz schön, sich da so ein bisschen auszutauschen. Wir haben uns ja auch bei Instagram in den letzten Tagen echt schon mega gut ausgetauscht. Und ja, ich wollte mich nochmal natürlich bedanken für die lieben Glückwünsche. Richtig, richtig schön. Wir haben uns total gefreut, dass ihr euch so mitfreut. Und ja, dass die meisten das Thema auch so interessiert, ist natürlich total schön. Ja, wenn man es so lange geheim halten muss, dass man es jetzt endlich auch teilen kann. Und ja, ich würde sagen, ich versuche, dich da so ein bisschen abzudaten. Ich weiß nicht, wo fängt man da genau an? Es ist jetzt auch mein erstes Schwangerschaftsupdate und meine erste Schwangerschaft. Also die Rechnung beginnt ja, glaube ich, irgendwie so in der 5. Schwangerschaftswoche. Also das ist ja auch, das habe ich auch immer noch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm mit den Schwangerschaftswochen. Man rechnet ja ab dem Tag der letzten Periode. Also fange ich dann einfach an zu erzählen ab der 5. Schwangerschaftswoche, wovon man 4 noch gar nicht schwanger ist. Wie auch immer, es ist ein bisschen kompliziert. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ja, wie habe ich es erfahren? Interessiert vielleicht den einen oder anderen. Also ich habe ja neulich schon erzählt, ich habe es erfahren, als wir auf Malta waren und habe nicht gedacht, dass ich schwanger bin, weil ich bin davon aufgegangen, nö, ist alles wie immer. Also ich hatte auch so ein paar Tage so eine Schmierblutung, relativ stark sogar, würde ich sagen. Und das habe ich aber oft gehabt, bevor ich meine Periode bekommen habe. Also so ein paar Tage, bevor ich meine Periode bekommen habe, hatte ich, was heißt oft, aber hin und wieder manchmal so eine Schmierblutung. Da wusste ich, okay, jetzt dauert es noch 2, 3 Tage und dann geht's los. Also dachte ich mir, okay, alles klar, ich bin da offensichtlich nicht schwanger. Und hatte aber immer so ein bisschen so, ja, so Kreislauf. Also immer, wenn ich so von der Couch aufgestanden bin so schnell oder von dem Stuhl so schnell aufgestanden bin, dann musste ich mich mal so festhalten kurz und so. Und dachte mir so, wow. Es war natürlich schon sehr, sehr heiß. Wir hatten teilweise 40 Grad auf Malta, aber dass es dann wirklich so mir den Kreislauf wegdreht, das ist dann doch irgendwie ungewöhnlich gewesen. Ich dachte mir so, naja, keine Ahnung. Und ich habe eigentlich meine Periode immer sehr regelmäßig. Deshalb hat es mich sehr gewundert, als ich dann irgendwie dann schon so, ich glaube, 2 Tage drüber war, dachte ich mir schon so, also einen Tag drüber, okay, ja, das gibt es ja manchmal noch. Aber 2 Tage drüber dachte ich mir schon so, das war komisch, aber das kann ja nicht sein, ich hatte ja diese Schmierblutung. Also, wird schon kommen. Ja, und dann war ich irgendwann, keine Ahnung, ich glaube so 4 Tage drüber oder 5 Tage, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und dachte ich mir so, ey, sag mal, da stimmt doch irgendwie was nicht. Und ich wollte am Abend mit meinem Mann zum Strand gehen und wollte ein schönes Picknick machen. Und ich dachte mir so, ja, ich würde total gerne so einen Aperol Spritz trinken. Und hatte aber immer so ein bisschen im Hinterkopf, das ist aber schon komisch. Vielleicht bin ich ja doch schwanger und dachte mir so, ja, bild dir doch nichts ein, das ist doch Unsinn. Und hab dann irgendwann, dachte ich mir so, okay, mein Mann hat noch geschlafen, ich gehe jetzt schnell in die Apotheke, ich kaufe einen Schwangerschaftstest, dann weiß ich, der ist negativ, okay, passt. Und dann kann ich den Aperol trinken, brauche mir keine Gedanken machen. Und bei den normalen Schwangerschaftstests, ne, wo da diese 2 Streifen kommen, da gibt es ja auch, das hat man ja auch schon mal gehört, von dieser Verdunstungslinie und so, und dann dachte ich, als ich da in der Apo war, komm, ist egal, ich gönne mir auch noch diesen Clear Blue, diesen digitalen, weil da muss ich nicht raten, weil dann muss ich die ganze Zeit hin und her raten, vielleicht sieht man dann da so einen leichten Hauch von der Linie und dann weiß ich es wieder nicht genau, gönne ich mir den anderen auch noch. Ja, dann bin ich nach Hause und habe ich erstmal den normalen gemacht, da wo man da so diese Linie sieht und dachte mir so, ja, wenn ich den dann hinlege und dann, wenn ich schwanger wäre, würde man es ja direkt sofort sehen. Aber das ist ja nicht so, das war ja ein Moment, um irgendwie, ja, da was anzuzeigen. Und habe den dann neben hingelegt und dachte mir so, ja, okay, passiert da jetzt noch was? Und guck halt irgendwie weg und mach kurz was anderes im Bad und guck nochmal hin und denk mir so, da war nichts mehr zu raten. Also das war jetzt nicht so eine, wie man so oft hört, ne? Viele sagen ja dann so, ja, je nachdem wie früh man testet,
Man sieht so eine hauchzarte Linie, man könnte es erahnen, man könnte es raten. Es gab eigentlich bei dem schon nichts mehr zu erraten, weil die Linie schon richtig dick und fett war und ziemlich schnell und ja, abgefahren halt einfach. Ich war so total so, oh Gott, oh, und jetzt? Oh krass, und jetzt? Was macht man jetzt? Und dann dachte ich mir so, ja, okay, jetzt mache ich den anderen auch noch und den digitalen. Und der lädt ja so dieser Clear-Blue-Test und das hat auch wirklich nicht lange gedauert. Und dann stand das schon irgendwie pregnant. Also dachte ich mir, offensichtlich zwei Tests. Kann er nicht lügen und ja, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie, ich glaube, ich habe dann angefangen, so Wäsche zusammenzulegen oder so, weil mein Mann hat noch geschlafen, ich konnte es ihm ja nicht sagen. Er wollte halt warten, bis er aufsteht und so. Und dachte ich mir so, steht er denn jetzt endlich auf? Ich muss das endlich jemand erzählen. So. Also man ist da echt so ein bisschen, ja, neben der Spur. Ich konnte es gar nicht glauben, dachte mir so, hä? Aber es kann doch eigentlich alles gar nicht sein. Naja, jetzt heute im Nachhinein weiß ich, hat mir meine Frauenärztin gesagt, weil diese Einnistungsblutung, diese ominöse, da liest man ja viel drüber. Ich habe dann auch gegoogelt und so, natürlich. Und da steht ja überall, die gibt es ja angeblich gar nicht. Und meine Frauenärztin hat gesagt, die gibt es sogar ziemlich häufig. Also, ja, ist es tatsächlich jetzt im Nachhinein eigentlich alles, kann das doch gut sein, wie ich dachte mir so, ja. Wie geht das irgendwie zusammen? Und ja, genau. Also ich hatte ansonsten hatte ich jetzt nicht so wirklich dolle Beschwerden. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich hatte so Ekel vor Kaffee. Den habe ich ganz schnell entwickelt. Ich habe ja mir dann koffeinfreien Kaffee gekauft und dachte mir, okay, trinke ich den. Ging dann nicht mehr. Kaffee hatte ich totalen Ekel davor, vor einigen Lebensmitteln. Ich hatte die ersten Wochen richtig dollen Ekel vor allem, was süß ist. Also alles, ich konnte nicht mal so süße Früchte oder so essen, nur so Beerenfrüchte oder so. Es ging. Alles, was süß ist, hatte ich richtigen Ekel davor. Das ging gar nicht. Ich hatte zum Glück nicht so schlimm mit Übelkeit oder so zu kämpfen. Ich hatte schon ein paar Mal so, dass mir schon so flau im Magen, würde ich sagen. Aber das ist ja nicht das höre, was manche andere da irgendwie mit was die kämpfen. Also das ist ja wirklich dagegen harmlos. Und ich hatte immer so, ja, ich hatte am Anfang hatte ich auch krass viel Hunger. Da hatte ich richtig viel Hunger und habe richtig gut auch immer gegessen. Aber ich hatte echt immer nur Lust auf so gesunde Sachen die ganze Zeit. Und ja, habe dann halt immer, wenn ich gemerkt habe, mir ist so flau im Magen, habe dann eine Kleinigkeit gegessen und dann ging es eigentlich dann auch wieder ganz gut. Ja, ich hatte eher so mit dem Kreislauf zu tun, hatte ich neulich auch schon mal gesagt. Ja, das kommt jetzt halt auch dazu, dass es im Sommer unglaublich heiß war, ne? Und das ist halt dann auch, ja, da haben viele Leute mit dem Kreislauf und die Schwangerschaft noch mit dazu. Dann hatte ich diese Müdigkeit. Wahnsinn, wie müde man da ist. Also nicht so, dass man denkt, ach ja, könnte mich kurz hinsetzen, sondern ich muss jetzt schlafen. Das war nicht wirklich Wahnsinn, aber sonst, alles in allem, hatte ich eigentlich gar keine Beschwerden. Und ja, wir waren ja dann auch noch ein paar Wochen auf Malta, bis wir dann zurückgekommen sind nach Deutschland und da war alles entspannt, alles easy. Wir waren immer schön baden und auch so mit dem Essen gab es keine Probleme. Also ich habe. Klar, gibt es natürlich Einschränkungen in Sachen, die man nicht essen darf. Das weiß man ja, dass man jetzt gerade hier diese, ne, rohes Fleisch, Rundfisch und solche Sachen, würde ich so oder so nicht essen. Und ich wasche auch so meine Sachen ab sehr gut. Und Küchenhygiene ist ja, mir sehr wichtig. Deshalb habe ich das auch vor der Schwangerschaft schon gemacht. Man hat in der Ausbildung zur Ernährungsberaterin ein eigenes Unterrichtsfach. Es nennt sich Küchenhygiene. Und ja, deshalb bin ich da so ein bisschen penibel. Und ja, man lernt in der Ernährungsberaterausbildung eben auch. Wir hatten auch ein Unterrichtsfach, ein eigenes, das nennt sich Ernährung der Schwangerschaft und Stillzeit. Also deshalb war ich da auch schon ganz gut vorbereitet und wusste da auch schon ganz gut, auch ohne dass ich beim Frauenarzt war, worauf ich achten muss, was ich essen darf, was ich nicht essen darf. Aber ja, das sagt dir ja dann deine Frauenärztin oder deine Hebamme und so. Und letztendlich sind es ja wirklich nur ein paar Sachen, die wirklich totale No-Gos sind, ne? Toxoplasmose und diese ganzen Sachen. Da macht nicht die Dosis das Gift. Bei vielen anderen Sachen ist es ja so eine Grauzone, Kaffee und so. Ich habe mich entschieden, auf Koffein komplett zu verzichten und ja, habe auch die ersten Monate weitgehend auf Zucker verzichtet, Industriezucker. Ja, ich einfach auch keinen Bock drauf hatte und mein Körper das sowieso irgendwie nicht wollte. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Das heißt, besser ist eigentlich gut. Aber mittlerweile habe ich auch mal wieder Lust auf einen Kuchen oder so. Das esse ich dann auch. Aber ja, alles in allem insgesamt habe ich jetzt nicht so irgendwie so total abnormale, crazy Gelüste und so. Ich habe immer mal wieder zwischendurch schon, dass ich mir denke, so, dann habe ich so Bock auf so ganz spezielle Sachen. So, ich denke mir dann, so, wenn ich sitze abends auf der Couch, denke mir, ich hätte gern aus der Haribo Colorado-Packung das orangene Lakritz-Gummibärchen. So, also so richtig spezielle Sachen. Gestern, ich habe schon bei Instagram erzählt, habe ich mir meine Haare gewaschen mit meinem Ingwer-Shampoo.
Und dann hatte ich auf einmal mega Lust auf Lebkuchen, weil mich dieser Geruch da so dran erinnert hat. Aber ich bin halt dann nicht so, dass ich sofort bei jedem kleinen Gelüst, was ich habe, sofort losrenne oder meinen Mann losschicke, um das zu kaufen. Ich halte das damit genauso wie vorher auch. Ich habe einfach nichts dieses Zuhause und ich kaufe einfach nichts. Und wenn ich wirklich auf irgendwas ein paar Tage hintereinander dann länger Lust habe, dann esse ich es auch, dann hole ich es mir auch oder ich backe mir auch mal einen Kuchen. Aber ansonsten schaue ich schon, dass meine Ernährung sehr, ja, sehr gesund ist und wenig verarbeitet und wenig Zucker und so. Und ich glaube, das ist schon auch der Grund. Ich meine, das ist auch alles so ein bisschen, ne, je nachdem, wie hart es dich trifft mit der Übelkeit, mit den Gelüsten und so. Das ist immer alles, das ist total unterschiedlich. Ne? Und das ist auch bei jeder Schwangerschaft unterschiedlich, auch wenn du mehrere Kinder hast. Aber ja, bei mir funktioniert das ganz gut, den Blutzuckerspiegel so konstant zu halten. Also ich schaue, dass ich regelmäßig esse. Aber früher Intervallfasten gemacht, da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Sollte man in der Schwangerschaft nicht unbedingt machen. Man kann es machen, wenn man es seit Jahren schon macht, aber man sollte auf keinen Fall neu damit anfangen. Und ich merke auch, mir tut es nicht gut. Ich brauche mein regelmäßiges Essen. Ja, und eben halt Sachen, ich esse gerne so Vollkornsachen, so merke aber, was mich halt länger satt macht und so. Genau, aber ansonsten kann ich eigentlich nach wie vor immer noch alles machen wie vorher. Ich mache noch nach wie vor ganz normal meinen Sport. Und ja, das sollte man ja auch machen, ne? Wenn die Schwangerschaft jetzt unkompliziert verläuft und man keine Beschwerden hat, dann tut das ja auch gut. Ich mache halt nichts, was irgendwie so Sprünge und Erschütterungen und sowas hat. Ja, genau. Was gibt es denn sonst noch so zu erzählen? Vielleicht hätte ich mir ein paar mehr so Schwangerschaftsupdates anschauen sollen. Dann wüsste ich auch, was man da so erzählt. Achso, ja, genau. Das Thema Gewicht interessiert natürlich immer viele. Jetzt werde ich ja Jahre, seit Jahren schon immer gefragt. Jetzt natürlich in der Schwangerschaft interessiert es auch viele. Was macht das Gewicht? Wie viel hast du zugenommen in den ersten 3 Monaten? Und ich habe tatsächlich bis jetzt, bis zum 4. Monat, noch gar nicht zugenommen. Beziehungsweise ich habe abgenommen. Ich habe 3 Kilo abgenommen seit Beginn der Schwangerschaft. Was wirklich einfach daran liegt, nicht wegen Übelkeit, sondern weil ich so gesund gegessen habe und wirklich gar keine Süßigkeiten und nichts gegessen habe, weil ich es halt irgendwie eklig fand. Also gerade zu Beginn war es ganz schlimm. Mein absolutes, das klingt so bescheuert, gell? Mein absolutes Hochgenuss war ganz am Anfang, eine Zeit lang in der Schwangerschaft, Sprudelwasser mit Zitrone. Fand ich mega, weil ich dann auch keinen Kaffee mehr getrunken habe. Es hat für mich geschmeckt wie der Himmel auf Erden und weiß ich nicht, so total basic Sachen und alles, was irgendwie süß war. Auch so süße Früchte konnte ich nicht dran und so, ja. Und sonst esse ich ja schon auch gerne mal was Süßes, ne? Wenn du meine Food Diaries guckst und gerne mal Gummibärchen und Kuchen und so. Ja, und das ist natürlich klar, wenn man das dann nicht isst, dass man dann abnimmt, aber. Wie gesagt, das wird sich jetzt bestimmt dann auch bald ändern. Und ich esse ja auch, siehst du auch in den Food Diaries, ich esse ja ausreichend, ich esse genug, aber ja, mittlerweile dann auch mal wieder was Süßes zwischendurch. Aber ja, der Körper, der sagt dir schon, was du essen sollst und was nicht. Es ist wirklich total interessant, dass mein Körper das am Anfang so komplett verweigert hat. Geruchsempfindlich bin ich auch, aber das bin ich ehrlich gesagt immer. Habe ich jetzt keinen großen Unterschied gemerkt, was ich. Ach, das finde ich immer schon schlimm, aber was in der Schwangerschaft noch schlimmer für mich jetzt war, ist tatsächlich Zigarettenrauch. Wenn ich Zigarettenrauch rieche, mir wird es so schlecht davon. Ich kann es echt kaum aushalten, wenn nur jemand mit einer Zigarette bei mir vorbeigeht, was echt ein bisschen anstrengend ist, weil wir haben ja unter uns 2 starke Raucher und es ist anstrengend. Im Sommer war es echt schwierig, hier so ein Fenster aufzumachen oder so, weil ich echt diesen Geruch so. Ist so schlecht geworden davon. Ähnlich war es mit Kaffee. Wenn mein Mann sich einen Kaffee gemacht hat, fand ich schon grenzwertig. Stört mich mittlerweile nicht mehr. Ich habe immer noch keinen Bock drauf, ihn zu trinken, aber es stört mich jetzt nicht mehr. Was dann irgendwann kam, ja, das ist auch noch so ein Ding, Ende des 3. Monats, davon hatte ich auch vorher noch nie gehört, dass es sowas gibt, war, dass ich unglaubliche Schlafprobleme bekommen habe. Ich war am Anfang irre müde, ne, wie halt viele in der Schwangerschaft. Und ich dachte, dass man halt eher mehr schläft. Aber ja, so gegen Ende des 3. Monats hält bis heute noch an. Es ist besser geworden, zum Glück, muss ich wirklich sagen. Aber ich habe echt teilweise nachts nur 2 Stunden geschlafen. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Also ich weiß gar nicht, es gab auch gar keinen Grund irgendwie so. Also, dass man jetzt sagt, oh, ich mache mir Sorgen um dies und das. Nee, ich war todmüde und ich konnte nicht schlafen. Ich bin am Anfang natürlich auch irgendwie 20 Mal in der Nacht aufgewacht, weil man Pipi muss. Man muss ja ständig. Überall Pipi, das ist auch Wahnsinn, ja, so ging es mir auch.
konnte nicht mal eine Runde spazieren gehen. Ich war gerade irgendwie 10 Schritte von zu Hause weg, musste schon wieder zurück, weil ich Pipi machen muss. Cool. Naja, und ja, diese Schlafstörung, das hat mich fertig gemacht, weil ich mir dachte, na, eigentlich möchte man ja nur ein bisschen schlafen, solange das Baby noch nicht da ist. Das mit dem Schlafanzug, das kommt ja noch früh genug. Aber es ist wohl normal und es haben wohl relativ viele. Und jetzt habe ich abends immer total banal eine Tasse Kamillentee getrunken und schaue halt, dass ich abends nichts Aufregendes mir im Fernsehen mehr angucke oder im Internet mehr angucke. Und das hat eigentlich total gut geklappt. Jetzt habe ich gestern meinen Kamillentee nicht getrunken, habe heute Nacht wieder nicht so gut geschlafen. Auch nicht so schlecht, wie es mal war, aber auch nicht so geil wie die letzten Tage. Die letzten Tage war ich echt nur einmal in der Nacht wach, das war echt gut. Sollte es an dem Kamillentee gelegen haben oder vielleicht war es auch einfach nur der Placebo-Effekt und das Ritual, abends diesen Tee zu trinken. Wahrscheinlich war das eher der Grund. Ja, aber das finde ich ein bisschen anstrengend mit diesen Schlafstörungen. Es soll ja angeblich im zweiten Trimester besser werden, deshalb da freue ich mich schon drauf. Ansonsten, was gibt es noch zu berichten? Achso, ja, viele haben natürlich auch gefragt, ja, was habe ich denn schon gekauft fürs Baby? Da muss ich mich leider total enttäuschen. Wir haben noch gar nichts gekauft fürs Baby. Noch nichts, oh Gott, voll schlimm eigentlich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, aber was soll ich denn jetzt schon kaufen? Also ich habe eigentlich, wir haben uns da ziemlich früh schon drüber unterhalten, mein Mann und ich, und sind uns da irgendwie einig, dass wir da gar nicht so ein großes, ja, so ein großes Drama drum machen werden. Was braucht denn so ein Baby? Brauchen Säuglinge wirklich ein eigenes Kinderzimmer? Brauchen Säuglinge wirklich irgendwie so viele Spielsachen, so viele Sachen, das braucht es ja eigentlich gar nicht. Es wird natürlich bei uns am Anfang schlafen. Ich weiß auch noch nicht genau, entweder schläft es bei uns mit dem Bett oder in einem Beistellbettchen, wird es auf jeden Fall neben bei mir halt dran haben. Und ja, wahrscheinlich eine Kommode, wenn wir holen, wo die Sachen reinkommen, und eine Wickelkommode. Und das war's. Ich habe auch überlegt, ob ich überhaupt mir einen Kinderwagen holen werde. Also ich möchte auf jeden Fall das Baby auch gern tragen, im Tragetuch. Und ja. Vielleicht probiere ich das erstmal aus, ob mir das Tragetuch reicht und hole dann noch einen Kinderwagen oder wir holen vorher schon ein. Und ich möchte auch gern viele Sachen einfach, ja, gebraucht kaufen, weil ich das irgendwie, ich denke mir, das ist doch gar nicht notwendig, dass man da so diese tonnenweise an Sachen, ich glaube, dass man das meist sogar nicht braucht. Ich habe mir viele Videos jetzt auch schon zu dem Thema angeschaut, zur Erstausstattung, und viele sagen wirklich, man braucht das eigentlich gar nicht. Ne? Das macht natürlich Spaß und das ist natürlich schön, irgendwie was fürs Baby zu kaufen. Wir werden jetzt auch ein bisschen gucken gehen, gucken uns jetzt auch mal so ein paar Kinderzimmer an. So, das macht natürlich Spaß, aber letztendlich wirklich brauchen tut man es nicht. Und ich glaube, es ist dann besser, die Sachen dann wirklich zu kaufen, wenn man sie dann tatsächlich auch braucht. Und man wird auch im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch noch lernen, jetzt im Laufe der Schwangerschaft. Man, ja, gibt ja dann auch so Geburtsvorbereitungskurse und bei den Terminen mit der Hebamme und so. Da wird man ja dann wahrscheinlich, ja, das auch noch erfahren, was man da braucht. Und ja, deshalb haben wir bisher tatsächlich noch gar nichts gekauft. Ja, ach so, ja, dann wollte ich noch, das hatte ich neulich bei Instagram schon mal angesprochen. Ich war eigentlich echt mega entspannt die ganze Zeit. Was mich super gestresst hat, war so dieses, das ist bei uns in München scheinbar extrem, weil viele von euch hatten mir geschrieben, dass es bei ihnen in der Region gar nicht so krass ist. Bei uns in München ist es wirklich so, dass du dich mit dem positiven Schwangerschaftstest in dem Geburtsort anmelden musst, wo du halt hingehen möchtest, und eine Hebamme suchen musst. Jetzt war für mich eigentlich schon immer klar, und ich habe das mit meinem Mann auch schon öfter drüber gesprochen, noch bevor ich schwanger war, eigentlich war für uns immer klar, dass wir eigentlich nicht ins Krankenhaus möchten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ne? Klar, man weiß ja nie, wie sich die Schwangerschaft entwickelt. Wenn ich im Krankenhaus entbinden muss, na ja, dann ist es auch gut, dann machen wir das. Aber für uns war immer klar, wir wollen gerne ins Geburtshaus gehen. Und da hatte ich schon gehört, dass man da sehr früh sein muss. Deshalb war echt kurz, nachdem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, noch bevor ich es erstmal beim Frauenarzt war, habe ich mich da angemeldet im Geburtshaus. Und ja, dann ganz happy, dass ich da auch einen Platz bekommen habe. Und die haben gesagt, ja, super. Ich habe, glaube ich, wirklich der 5. oder 6. Schwangerschaftswoche, ich weiß nicht mehr ganz genau, da angerufen. Da haben die zu mir gesagt, gut, dass sie jetzt anrufen. Hätten sie nächste Woche sich gemeldet, wären wir voll gewesen. Also es ist wirklich totaler Wahnsinn. Naja, und die sagen dann eben, wenn du ins Geburtshaus gehst, da kann ich auch nochmal ausführlich drüber reden, weil, ne, aber Geburtshaus und so, was, wann, wie, warum. Viele, ja, da, ich habe schon auch ein paar Leute aus meinem Umfeld gesagt, oh mein Gott, Geburtshaus. Viele haben ein bisschen eine falsche Vorstellung, ne? Also im Geburtshaus ist es nicht so, falls es da Komplikationen gibt, dass die ein Räucherstäbchen anzünden und sagen, toi, 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 das schaffst du schon.
Da gibt es auch Notfallversorgung. Bei uns in München ist auch so, dass das Geburtshaus ist in der gleichen Straße, die Frauenklinik und die Kinderklinik. Das ist eigentlich echt ganz cool. Wir hatten kurzzeitig auch überlegt, ob wir uns eine Hausgeburt vorstellen können. Und irgendwie ist es aber nicht so. Also nicht, kann ich mir das beim ersten Kind irgendwie nicht so gut vorstellen. Und ja, genau, deshalb haben wir uns dann dafür das Geburtshaus entschieden. Jetzt bellt der Hund gerade hier von den Nachbarn, sorry. Das Fenster ein bisschen auf. Ja, genau. Und dann waren wir eigentlich erst voll happy und entspannt und haben gesagt, okay, cool, weil es ist eigentlich so, dass wenn du im Stadtgebiet München wohnst, was wir tun, dass man im Geburtshaus dann, da ist es so, du hast dann bei der Geburt, das ist eigentlich echt ziemlich cool, so eine 1:1-Betreuung. Also eine Hebamme bleibt die ganze Zeit mit dir, egal wie lange es dauert. Kein Schichtwechsel und so, die bleibt die ganze Zeit mit dir und zur Geburt kommt dann noch eine Hebamme dazu und du kennst die alle. Da sind nur 6 Hebammen in dem Geburtshaus und die machen auch die Schwangerschaftsvorsorge. Also ich mache abwechselnd bei der Frauenärztin und bei der Hebamme die Vorsorge. Und es ist quasi dann jedes Mal eine andere Hebamme und bis zum Entbindungstermin hat man alle kennengelernt und hat dann auf jeden Fall bei der Geburt eine Hebamme mit dabei, die man schon aus der Vorsorge kennt. Das finde ich auch total schön. Und eigentlich ist es dann so, dass auch eine von den Hebammen das Wochenbett übernimmt. Weil das ist ja so im Geburtshaus, man entbindet ja sofern das alles so klappt, ambulant und braucht dann natürlich eine Nachsorgehebamme fürs Wochenbett, klar. Ja, und das war auch alles so. Wir sind davon ausgegangen, es passt alles. Und dann hatten wir unser Erstgespräch und seinen ersten Termin. Da war ich schon in der 10. Schwangerschaftswoche, glaube ich, im Geburtshaus. Und dann haben die auf einmal zu uns gesagt, es ist jetzt so, dass die Hebamme, die da unseren Stadtteil betreut, die geht irgendwie auf Weltreise und ist dann nächstes Jahr nicht mehr da. Heißt, die wird mein Wochenbett nicht machen. Ich habe niemanden fürs Wochenbett. Ich muss mir jemand anders suchen. Und ich so, oh. Und es hat mich dann so gestresst und ich war dann auch so traurig irgendwie, weil ich mir das halt, ja, ich habe mich so frühzeitig gekümmert, weil ich das so gern wollte, alles aus einer Hand und hätte das irgendwie schön gefunden. Ja, und dann habe ich angefangen, da musste ich mir eine Wochenbetthebamme suchen. Und das ist in der 10. Schwangerschaftswoche in München eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Da überhaupt noch jemanden zu finden, ist leider wirklich so. Ich glaube, ich habe irgendwie 40, 50 Hebammen durchtelefonieren. Was bei uns auch noch so das Pech irgendwie ist, mein Entbindungstermin fällt nächstes Jahr in die Osterferien und alle Hebammen, die halt irgendwie Kinder haben im schulpflichtigen Alter, die sind da im Urlaub. Also ist sowieso kaum noch eine übrig geblieben, die meinen Stadtteil betreut und die dann auch noch Zeit hat. Da habe ich zum Glück eine gefunden, die wohnt in der Nähe hier bei uns. Was echt gut ist, ja, und die kann dann auch, kommt dann auch zweimal am Tag, wenn es notwendig ist. Und das ist wirklich richtig schön. Und bei ihr werde ich auch, weil die macht auch hier bei mir in der Nähe den Geburtsvorbereitungskurs und den Nachbildungskurs, macht sie hier in der Volkshochschule. Also das ist ganz cool. Dann kann ich sie vorher auch ein bisschen kennenlernen, werde mich jetzt dann auch bald mal mit ihr treffen. Also es ist jetzt noch alles gut gegangen und hat sich gut organisieren lassen, aber das war wirklich ein bisschen stressige Zeit. Ja, weil ich echt ein bisschen Angst hatte, weil auch daran hing eben auch das Geburtshaus, ne? Also wenn du keine Nachsorgehebamme findest, kannst du natürlich auch nicht ambulant entbinden. Im Geburtshaus ist es so, dass man sich zusätzlich auch noch in einem Krankenhaus anmeldet, seiner Wahl, weil man weiß das ja nie, ne? Also im Geburtshaus, da sind die Richtlinien, dass du da entbinden darfst, sind sehr, sehr streng. Also wenn da nur eine Kleinigkeit außerhalb der Norm ist, dann darfst du da dein Kind gar nicht zur Welt bringen, auch nicht, wenn du weit über den Termin drüber bist, oder? Wenn du irgendwelche Komplikationen hast, ne? Also das ist schon sehr, die achten da schon sehr drauf, auf Sicherheit. Und deshalb sollte man sich auch noch im Krankenhaus anmelden, wo man dann ja hingehen kann, wenn man heute dann im Geburtshaus nicht entbinden kann. Und da habe ich jetzt auch ein Krankenhaus hier in München gefunden. Es gibt ein Krankenhaus hier in München, das ist, finde ich, für ein Krankenhaus sehr schön und ganzheitlich und das ist, glaube ich, auch das einzige Krankenhaus in München, wo man sogar seine Doula mitbringen kann. Weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber es ist auch ganz cool. Und ja, die arbeiten eben da auch sehr ganzheitlich, machen auch, sofern es möglich ist, ambulante Geburten. Und ja, ich bin da echt, ich wünsche mir natürlich, ja klar, sonst hätte ich mich im Geburtshaus nicht angemeldet, ich wünsche mir natürlich eine natürliche Geburt. Es wäre super schön, aber ich bin jetzt da auch, also mein Gott, im Endeffekt, man wird es sehen, ne, wie es läuft. Vielleicht läuft es ganz anders. Vielleicht dreht sich das Kind nicht. Vielleicht braucht man am Ende doch einen Kaiserschnitt. Dann ist es eben so, ne? Also dann werde ich versuchen, das so anzunehmen, wie es ist. Aber ja, man hat natürlich einen Wunsch.
wie das laufen soll. Jetzt war meine Kamera gerade leer, sorry. Muss ich gerade nochmal neu einschalten. Habe schon wieder so lange geredet. Aber jetzt fällt mir doch noch so viel ein, was ich mit dir besprechen wollte. Ja, das ist echt ein bisschen stressig, ne? Dass man sich da so früh um diese ganzen Dinge kümmern muss. Und dann geht es weiter. Du musst den Kinderarzt suchen. Du musst einen Kita-Platz. Also, das ist total Wahnsinn. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt, vielleicht muss ich das Kind auch schon mal an der Uni einschreiben, weil vielleicht könnte es ja sein, dass es mal irgendwann studieren möchte. Weiß man ja nicht. Dann schreiben wir es jetzt schon mal ein, 20 Jahre vorher. Also ist doch wirklich ein totaler Wahnsinn eigentlich, oder? Wie früh man da sein muss. Aber ja, das ist halt echt, die Hebammen, das ist ja ein Wunder, dass diesen Job überhaupt noch jemand macht. Und wir sind echt, können dankbar sein, dass wir das, ja, dass wir so gut versorgt sind hier in Deutschland. Thema Frauenärztin. Ich habe eine fantastische Frauenärztin. Sagen ja immer alle so, die Hebamme ist so ein bisschen das Pendant zur Frauenärztin, weil die entspannter ist und ruhiger ist und so. Leute, ich habe eine Frauenärztin, die ist wie eine Hebamme und das ist, glaube ich, das größte Kompliment. Die ist total entspannt, die schwatzt auch keine Untersuchungen auf und so. Die sagt, ach, das braucht man eigentlich eher nicht und seien Sie zuversichtlich. Und ach, die hat mir auch schon so total viel übers Stillen erklärt und so. Nicht, weil sie mich dahin pushen will, sondern weil ich sie gefragt habe, weil es mich interessiert. Und die ist auch nicht so, dass sie in Konkurrenz mit der Hebamme ist. Im Gegenteil, die findet es ganz toll, dass die Vorsorge aufgeteilt ist. Und die findet das auch ganz toll mit dem Geburtshaus. Hat schon gesagt, ach, das ist richtig toll im Geburtshaus. Da können sie das Kind gleich anlegen. Dann klappt das bestimmt alles gut mit dem Stillen. Und das wird alles ganz toll. Und die ist einfach so positiv. Das finde ich total bewundernswert, weil ich meine, die hat ja jeden Tag irgendwie da 30 Schwangere sitzen und ist bei jedem immer noch so, ach, mein süßes Baby auf dem Ultraschall und ist das schön. Das finde ich total. Freue ich mich immer, wenn ich zu ihr hingehen kann. Ja, wir haben jetzt, nächste Woche haben wir einen Ultraschall noch, was auch mega schön ist bei der Frauenärztin, dass mein Mann mitkommen darf zum Ultraschall. Das ist ja in Corona-Zeiten gerade eine totale Rarität, ne? Und da war ich schon anfangs ein bisschen traurig, dass der natürlich da gar nicht mitkommen kann. Aber bei ihr geht es, da gibt es quasi so eine Daddy's Lounge vor der Praxis, dass die Männer sollen halt nicht mit reinkommen. Die werden dann für den Ultraschall reingeholt und dürfen dann auch mitgucken. Das ist natürlich total schön, ja. Und da freuen wir uns drauf. Genau, ansonsten glaube ich, gibt es jetzt gar nicht so viel mehr zu berichten. Ich habe bestimmt noch ganz viel vergessen und so. Und ihr habt wahrscheinlich auch noch einige Fragen. Die könnt ihr mir einfach schreiben. Das nächste Update kommt bestimmt. Und ja, freue ich mich, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Und bei Instagram, da teile ich natürlich auch regelmäßig noch irgendwie Sachen über die Schwangerschaft und so. Wenn du da vorbeischauen magst, freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Ja, und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier mal. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und sag tschüss, bis zum nächsten Mal.